So, ich starte das. Also, das ist ein Interview mit euch. Cool. Ja. Interessant. Wollt ihr den Namen Ja, erfahren? wo ist meine Das. Maske? Ich muss ja geschminkt werden, bevor es losgeht. Ja. Maske, komm her. Du siehst auch aus wie ein Radiomensch. Oh. 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 Kui. Darf ich euch den Namen verraten? Er heißt Intim im Team. Intim im Team, ah. Ja. Ach so, von dem Interview. Ja, von diesem ganzen Konstrukt, von diesem Konzept. Ah. Da werde ich Ja. intim mit euch. Cool. Ja. Ja. Da stelle ich euch einfach so Ich glaube, du solltest Fragen. mal das Lied hören. Mein Körper gehört mir. Geh weg mit dem Intim. Ich muss euch Fragen stellen, sonst wird das schnell langweilig. Bitte mach. Das sind doch keine Fragen, du hast Ihr gedacht. Du wirst so behindert, ne? könnt ja euch selber fragen. Also. Also, natürlich, so funktionieren Interviews auch. Ja. Ja. Ja, Mike, du bist dran. Ja, Stell uns eine Frage. Und die du selbst erstmal beantwortest. ich wurde in der Sklaverei von so einem Käfer geboren auf einem sandigen Planeten, Das schon ist keine früh. Frage. Ach so. Ich dachte jetzt, woher ich Ach komme. so, ja, okay, das ist auch gut, deine Ja, Lebensgeschichte. ja. Ja, Schon ja. früh habe ich gemerkt, dass Lebensgeschichte. die Macht mit mir ist. Okay. Und dann kam halt so ein bärtiger Mann, der sagte, die Macht ist stark in dir. Dann hast du Und erstmal dann ein Lichtschwert genommen und die ins Auge gehalten. in den Die Anus. Lichtschwert hab ich benutzt, um die Fliegen zu töten. Ist gut. Die fliegen alle rein. Okay. Ja. Und das Krass. ist die Geschichte von mir. Solltest du eine Frage Ja. stellen, du Idiot? Ja, ach! Mike, Mann, warum fängst du sowas an und endet es nie? Ja, das kann man jetzt auch nicht weitergeben, also weil sie keine Frage da ist. Doch, weil woher kommt ihr? Jetzt ist nämlich Günsch dran. Woher kommst du? Ja, reicht den Knetball, nee, den. Wie macht man das? Ein Stein? Hattet ihr einen Stein? So ein Diskussionsstein oder was? Ein Wir Ball? hatten immer eine Tennisball? Waffe. Das ist Derjenige, ein der mich kriegen wollte, hat Flummiball. sich erschossen. Mit Mit diesen diesem Gewehr. komischen Haarnoppen da. Ja, okay. Ja, das stimmt, der ist cool. Stimmt, das hatten wir auch. Aber wir hatten auch einen Ja. Stein in der Grundschule. Habt ihr euch schon mit Stein beworfen? Ja, also. Du bist an Bam! Können dann auch immer dieses Ah, wenn jemand getroffen hat. Am Ende blieb halt nur der als erstes geredet hat, übrig. Last Man Standing. Ja, David, wo kommst du her? Wurdest du von Wölfen erzogen? Ja, Mann, in die Town. In D-Town. Hartes Wasser. Meinst du damit, wo kommst du her? D-Town? Dinklage, Town. Ach, Ding, oh, jetzt ah, hab ich's gesagt, oh. jetzt wissen Oh, alle, wo du wohnst. shit. Oh mein Gott, Ding die zu dem Polizei. Lager. Die Polizei. Ja. Oh mein Gott. David, die wissen jetzt, wo du wohnst. Also Jetzt ich muss würde ich. jetzt in nächster Zeit keine Pizza annehmen. Wisst ihr gerade zufällig die Polizei die Nummer von der Polizei? Ja, das ist scheiße. Also wenn dich ein Inder bei dir hier klingelt und Pizza. In Digda gibt's keinen Inder. Ja, das sollte dir dann zu denken geben, wenn dann einer kommt. Ist das so ein arisches Dorf? Natürlich. Also so richtig? Natürlich. Habt ihr keine Ausländer, gar Montag nichts? ist wieder eine Demo. Ja. Ja. Dann kein Ausländer mehr. Jetzt alle weg. Ja. Und das ist die Demo. Ja, gut. Ja, der Stein wird, glaube ich, an mich ja weitergereicht. Hast du eine besondere Geschichte oder wurdest du einfach geboren? Auf einmal war er da. Ja. Warst du schon immer am Rechner? Ja, ich habe als Baby auch die Dinger bedient, als ich dann rauskam und dann habe ich mir so Gab Platz es gegeben. eine Zeit vor Computern bei dir? Nein, nein, na, nee. Nein, nein, nein. Nee, nee. Auch Ida keine nicht. Längst vergessenen keine Zeit. Konsolen, nix. Hatte, glaube ich, als Kind ein SNES. Ja, Warst du mal Super draußen? Nintendo. Also so ein Spiel draußen?
Jetzt ist aber weiß ich nicht. Auch ein bisschen. Habe ich schon wieder vergessen. Und ich habe es verdrängt. Meine Eltern haben mir immer gesagt, ich muss nicht rausgehen. Ich bin zu persönlich langsam. Was war denn denn? Ich habe eine Frage nur, ne? Die ich mir aufgeschrieben habe. Eine einzige Frage. Das ist ein tolles Interview. Ich habe hier so eine Notepad-Datei aufgemacht und eine Frage hatte ich da drin. Was war dein erstes Videospiel? Das war schon das ganze, meine alle Themen, die mir einfielen. Was war es denn? Du hättest ja fortführen können. Weiß ich gar nicht mehr. Was war dein zweites und dein drittes und dein viertes? Weiß es echt nicht? Entweder war es, also mir kommen gerade drei Spiele in den Sinn. Ja, X Beyond so. The Frontier, Age of Empires 2, okay. Oder Soul Reaver. Eins von den dreien war es. Alle drei Spiele gut. Also. Ja. Du kennst die nächste Zeit gar nicht. Was? Kennst die nächste Zeit doch gar nicht. Doch! Also genau, genau nur den Teil kenne ich. Echt? Den hatte ich außer Computerbildspiele. In der Zeitschrift gab's das. Doch, es war eines meiner ersten Spiele aus der Computerbildspiele. Ja. Ja. Das kenne ich. Aber das habe ich nie wirklich verstanden. Ich auch nicht. Ich hab's, glaube ich, damals mit meinem Vater gespielt und nachdem wir durch dieses komische Portal da sind, weil der Hyperantrieb nicht funktioniert hat oder was auch immer das ist, hatten wir keinen Plan mehr. Einfach Rage Quit. Aber es ist doch schon relativ spät, ne? Dass du mit Videospielen? Ja. Was hast du davor gemacht? Hattest du davor ein anderes Hobby? Er hatte einen Teppich mit ich hab die ganze Zeit Straßen. Geschlafen. Ich hab gewartet, bis meine Ära losging. bis meine Ära anfing und dann... Bis das Internet erfunden wurde. Genau. Hast du auch so ein creepy Kind, was vom Fenster den ganzen Tag saß und einfach nur rausgeguckt hat? Ja, so mit Scheitel und so. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht von den Personen, die vorbeiliefen. Hast deinen Kopf auch immer so 180 Grad gedreht und rote Augen gehabt? So schief geguckt haben und so. Ja, krass. Ja, sagen wir mal, Mike ist wieder dran. Reiß ja, mir den Stein weiter. Ja, mein erstes Spiel war, glaube ich, dieses, was ich ja schon mal gesagt habe, dieses Strategie mit Robotern da. Was du, wo du nicht dran erinnerst, oder? Also doch, ich glaube, das ist ja, genau, das ist ja sie, einfach eine Z oder was, das glaube ich. Das ist sogar deutlich älter als die Sachen, die Micha gespielt hat. Ja, das war der erste Computer, den mein Vater bekommen hat. Ich glaube, da war ich auch so 6, 7 oder so in den Dreh oder 8, keine Ahnung. Und da hatten wir noch kein Internet und so einen Scheiß. Und da hat mein Vater so eine Spielesammlung vom Onkel bekommen. Aber so ganz viele... Das Internet ist auch gar nicht so alt. Crap-Spiele und so einen Scheiß halt bekommen, ne? So richtig alte Dinger. Und das erste, ist aber gut. Ja, das erste, was ich reingelegt habe, beziehungsweise er gespielt hat und ich gesehen hatte, war halt dieses Sie. Und das habe ich dann auch ziemlich oft gespielt. Das gibt's jetzt auch auf dem Handy. Gab's vor einem halben Jahr oder so ein Handy-Port. Genauso wie jetzt vor ein paar Tagen San Andreas. Läuft jetzt auf Handys. Also alle Teile bis San Andreas gibt's auf dem Handy. Das ist schon krass, wie weit das jetzt gelaufen ist. Es hat ja noch auf meinem ersten PC geruckelt. Also San Andreas, glaube ich, war sogar unspielbar auf meinem ersten Rechner. Da Vice City, kann ich mich noch erinnern, war die FPS nicht so gut. Den Drogen verkaufen. Ja, da musste ich die Weitsicht runterstellen. Aber richtig runter. Also, ich hatte so eine Sekunde Zeit, bevor ich gegen eine Wand fahre. Ja, David, wissen Sie noch, was Sie damals... Das originale Super Mario auf dem originalen ersten Nintendo-Konsole. Das war dein erstes? Ja. Es ist aber doch ein schöner Start in die Welt des... in dein Keller-Dasein. Bunker und Tinklage. War das schwer? Wenn du jetzt so... Keine Ahnung. Für dein Alter halt da, war das... Was ist noch schwer in Erinnerung? Ich glaube nee, ich nicht kann... so. Nicht? Ja, dann bin die ich am schwersten noch von meiner Kindheit das Spiel, das war Gothic 1. Das ist ganz auch geil. Ja, wegen das war richtig abfuck. Spiel oder wegen den Bugs? Beiden. Musstest du auch neu anfangen irgendwann mal so? Spielstand kaputt oder so? Ich glaube, ich habe
erstmal so 5 Stunden gebraucht, um zu peilen, wo ich hin muss. Immer so, so als 8-Jähriger. Konntest du da schon lesen? Und schreiben, Bro. Und in der zweiten schon? Ist das so? Lernt man das schon so früh? Du lernst, klar. Lernst du schon das ABC. Ja, in der ersten lernst du das ABC schon. In der ersten schon. Und dann in der zweiten fängst du langsam an. So. Ja, aber dann auch nur so simple Sachen, die du kennst. Ja, klar, das ist der Ortschlechter des Todes und so weiter. Das ja, kannst du locker Gothic 1 hat jetzt auch nicht so die komplexen Textsegmente. Genau. Hat das keine... Ja. Das hat doch... Das ist doch ein richtiges Rollenspiel. Nein. Das sind doch immer dicke Texte, oder nicht? Oder ist alles nein, vertont? Nicht Gothic 1. Allgemein Gothic nicht. Das sind einfache Texte. Seht ihr so schlecht von dem Spiel, du Hundsohn? Das ist nicht schlecht, das ist doch... Nie gespielt. Das Spiel ist kinderfreundlich, freu dich doch. Ich hab's noch nie gespielt. Ich hab höchstens hier versucht, hier Risen 2 zu spielen. Das ist im Vergleich ein Schlag ins Gesicht. Ist so. Das Spiel ist so scheiße. Gothic 1, ich meine, heute kann man es nicht mehr spielen, Gothic 1. Weil du Augenkrebs Gothic 3 kriegst, musst du spielen, ist auch gut. Ja, da kriegst du echt Augenkrebs von. Aber damals habe ich auch Gothic gespielt, aber ich muss es, ich glaube, nach der App, als ich süß hatte, so, hatte ich Angst, das zu spielen. Ich hatte mir diesen Supertyp da hergecheatet, der alle Sachen hat, und den umgehauen. Haben wir dann seine Sachen genommen, der ist dann aufgestanden und lief mir die ganze Zeit hinterher, genau. Der ist aufgestanden und lief mir die ganze Zeit hinterher, ich hatte so Angst vor dem. Der ist nicht mehr abgehauen, der lief mir die ganze Zeit hinterher. Wollte mich hauen, ich habe das Spiel einfach ausgemacht und nie wieder angemacht. Trauma? Ja! Der ist von den Toten auferstanden und läuft mir hinterher, das ganze Spiel lang, ich hatte so Angst. Hattest du Angst, dass sich unter dem Bett versteckt? Ja! Ich habe immer vorher, bevor ich ins Bett ging, unter das Bett geguckt. Seitdem hast du jetzt Angst, wenn die ältere Männer im Park und so hinterher rennen. Wenn eine Rockefeller heißt, kriege ich direkt... Geh meine Nackenhaare hoch. Nicht nur die Nackenhaare. Ja, cool. Das war's schon mit meinem ganzen Text. Wir haben meine ganze Liste abgearbeitet. Ach, bei mir war es übrigens Yoshi's Island, glaube ich. Auf dem Super Nintendo. Ich glaube, dass es Yoshi's Island war. Oder es war Age of Empires 2, aber die sind zeitlich ja total weit auseinander. Ich kann mich an beide erinnern. Aber Age of Empires hatte ich bei meinem ersten Rechner dazu. Gab's, glaube ich, umsonst. Das war krass, das Spiel. Das erste, ne? Nein, zwei. Beide. Die Leute nicht. Das erste ist besser, wo die nicht so richtig reden können. Wo es den Superwagen gibt. Nee, oder was? Ja, genau. Big das Daddy heißt der immer noch. Im zweiten. Im ersten gab es das Dreirad und... Big Daddy gab es auch noch. Und diese Sturmtrooper. Ach ja, genau. Die gleich MC2 Trooper heißt der Cheat, glaube ich. Oder ja. Ja. So heißt der. Ja, das... Daran kann ich mir noch gut erinnern. Ich war ein paar oder wie? Ja. Ich weiß noch beim ersten mit dem Big Daddy. Das war ganz cool. War, glaube ich, sogar der erste, oder? Mhm. Ja. Wo ganz viele Big Daddies gemacht und von Autos rum. Und dann kam da diese Priester, die ganze Zeit, oh, mom, und die Autos fuhren einfach rüber. Hololo. Hololo. Ha. Ja, Mike, du warst ja bis jetzt sehr kreativ. Mach mal die nächste. Mach mal weiter. Yeah. Was kreativ? Ich höre nicht. So, um das nochmal klarzustellen, du hast die größte Fanbase von uns. Nein. Doch. Es wird mehr nach dir gefragt als nach mir. Ja, genau. Also ich habe noch kein einziges Mal gesehen, dass nach mir gefragt wurde. Ja, weil du die Videos nicht guckst. Ja. Ich guck doch, alle zwei Monate mal rein und das war's. Ja, ich gucke mir alle Videos an, um die Kommentare durchzulesen. Okay, wir können ja hier ein Voting. Alle, die hier zuschauen, Voting. Wer ist der hübscheste von uns? Oh. Oh, du willst aber wissen. Ja, wir das wissen, ja. Jetzt wirst du Werbekampagnen machen. Schilder hochhalten. Vote or die. Ist so. Vote or riot. Vote or riot. Ja, du darfst die nächste Frage stellen. Du hast den Stein gehabt. Ich hab den Stein nicht mehr gehabt. Der war schon weg. Ja, ich geb dir den wieder. Ich hatte den. Nein, Günsch hatte den. Nein, du hattest den Stein. Ich hatte den Stein nicht. Wer hatte den Stein? Ja. Ich hatte den Stein nicht so los, glaube ich. Moment. Ja, wer hat die Kokosnuss? Wann habt ihr denn das letzte Mal das Spiel gespielt, was ihr da gerade genannt habt? Jeweils. Habt ihr es in letzter Zeit nochmal wieder angefasst? Nee. Die HD-Version gekauft. Ja, das habe ich auch nur. Also von Age of Empires, ne? Sonst?
Habt ihr es nicht mehr wieder angefasst? Nee, sie habe ich seit dem Kindesalter nicht mehr gezockt. Die Serie habe ich halt weiter gespielt, aber den ersten Teil, ne. Habe ich glaube ich damals noch auf dem Laptop von meinen Eltern. Den dritten habe ich gar nicht. Also habe ich noch nie gespielt. AOE 3 hast du noch nicht gespielt? Nee. Das ist so mit, ist doch dieses Renaissance-Style-mäßig, ne? Ja, das war mir zu anders vom zweiten, deswegen habe ich es nie angefangen. Ja, der ist schon cool. Ja. Habt ihr Empire Earth gespielt? Das war ja auch noch ganz cool, so was ich davon gesehen habe. Fand ich zum Teil cool und dann wieder nicht so. Ich hab's ja selber nur ganz kurz gespielt, meistens auch nur bei einem Kumpel, aber sonst. Das sah ganz cool aus. Ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, ich weiß nur noch Atompilze. Ja, das war doch so, wo du es nachher in der Steinzeit anfing und so weiter. Atompilze gegen Langbogen. Ja. Deine, die beste Einheit war immer noch da, dass du die Anfangseinheit, die mit den Steinen werfen, die konnten ja nicht weitergebaut werden. Wenn du gegen Boss gespielt hast, dann kam die nachher mit den Typen angelaufen. Ja. Und du standst da mit deinen Panzern oder was auch immer du schon hattest. Ja. Ja. Hatte das eine Kampagne? Ja, hat es. Ja, muss ja. Jederzeit gab es eine, glaube ich, sogar fast. Ich glaube, ich habe da nur das Endlosspiel gespielt. Glaube ich. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Aber die Roboterzeit nachher ist richtig scheiße, die Nano-Zeit, oder wie es heißt. Ja. Command Conquer? Oh, das ist das Beste. Das erste, Lampe beruht auf der PlayStation 1. Generals und Adder. Oh, ich konnte jeden Cheat auswendig. Ist das Spiel nur auf Konsolen mit einem Controller? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ein Strategiespiel mit Controller. Doch. Command Conquer, Red Alert, doch. PS1, Beste. Guck. Habt ihr den Shooter gespielt? Guck. Also nee. Renegade? Ne. Ich glaube, ich habe das durchgespielt, ich bin mir nicht sicher. Hat einer von euch Dawn of War gespielt? Ja. Das ist doch nur eine Erweiterung davon. Dark Crusade. Ich hab's im Steam. Und den zweiten Teil. Ich hab's Steam aber nie angefasst. Ja, Warhammer 40.000, Dark Crusade. Das mit diesen Necrons da, Necro. Ach, das ist so. Ihr wart aber nicht solche, die die Figuren bemalt haben? Nee. Das ist gut. Dafür hat das Taschengeld nicht gereicht. Ja. Nicht genug Rasen gemäht, wa? Weil bei uns gab es hier so ein Laden halt. Der war im Keller, ohne Scheiß. Also da ging so eine Treppe in den Keller und dort haben sich dann die ganzen mit ihren Zaubermänteln und Zauberstäben und Schwertern getroffen und haben halt Rollenspiele und Warhammer und so gezockt. Eine Frage, ich habe eine Frage. Sind Zauberstäbe und Schwerter Synonyme? Du brauchst den Stein dafür. Ja, hier hast du den Stein. So, jetzt. Ich? Ja. Ja. Ich hab den Stein. Ja, jetzt darfst du reden. Ja, ich wollte nur wissen, ob das Synonyme sind in deiner kindesgerechten Sprache. Zauberstäbe und Schwerter. Für mich hat der Stein. So wie wir. Wir haben ein Sandwich gegessen. ja, so in der Richtung. Ja, es war halt so ein Spiele-Ankauf, Gebraucht-Ankauf-Ding mit Warhammer-Figuren, Tischen und Rollenspiel-Menschen. Freaky und Sache, wenn du als junger Heranwachsender da reingehst. Und diese du kommst jetzt andere Menschen wieder raus. Ja, da waren echt komische Gestalten drin. Also wie man sich das so vorstellt, halt so Zauberer mit Umhängen und Zauberstab und Zauberstäben, ja, ich weiß. Und Würfeln. Zwei Würfel und Zauberstab halt immer dabei. Und das war schon freaky. Ja, Dungeon Master 2000. So einen Shop habe ich, glaube ich, damals immer Yu-Gi-Oh! Gespielt. All die Nerds an einem Freitag oder Dienstag versammelt und dann krasse Duelle gemacht. Das hatten wir, glaube ich, im Jugendtreff. glaube ich. Oder wann? Da musstest du auf die Schwarzköpfe aufpassen. Die klauen dir deine Karten weg. Ohne Scheiß. Du kratzt dir einmal am Kopf, lässt deine Hand von den Karten eben kurz los und dann ist die Hälfte weg. Das geht ganz schnell bei denen. Die Schwarzköpfe. Ja, it just activated so. Mit Trap Card. Ja. 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 Da hast du wohl. Wurden die wirklich geklaut? Weißt du, ja, aber es passiert öfter, ja? Im Ernst?
Ja, das war früher in der Schule. Ja, öfter oder ist es zu dir geklaut worden? Was? Nein, allgemein. Also auch unter sich. Also keiner war. Die Karten wurden rumgereicht. Also konnte man keinem vertrauen, oder wie? Nein. So also stand man mit den Karten in der Hand irgendwo in der Ecke und hat gehofft, dass niemand einem in die Nähe kommt. Ja. Entweder hat man es halt in so eine Box getan, sie verschlossen und. Also und irgendwo im Wald vergraben. Ich habe sogar noch ganz viele Geokarten hier in der Schublade von meinem Schreibtisch, in ganzen Ordner voll. Ich auch noch. Die Hälfte davon sind gefälschte Karten vom Flohmarkt, aber. Ja, das waren aber die besten. Ja, ich habe jetzt alle drei Götterkarten. Ja, ich habe alle drei Götterkarten fünfmal, aber die fallen auseinander. Ich habe die auch, wo da nur dieser schlechte chinesische Text drauf ist. Ja. Für mich sind es aber Englisch. Oh. Das sind die fortschrittlichen Fakes. Ja, die versuchen wenigstens schon auf Englisch. Gute Stuff. Ist so. Da war wirklich so ein ganzer Tisch voller Yu-Gi-Oh!-Karten und man hat gesehen, wie jeder einzelne war krass gefälscht. Weil die irgendwie gebleicht waren in so einem Scheiß. Echo. 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 Von mir kommst du nicht, oder? Ich glaube von Mike. Mike. Nein, von mir kannst du nicht kommen. Mike. Ich hör's doch selber, das ist bei Tannen. Mike. Ja, probier doch mal, es kommt keine Kupplung. Mike. Sag ich doch. Mike. Kommt bei dir selber. Sag ich doch. Magic-Karten, habt ihr das gespielt? Hab ich nie gemacht. Nicht? Das Ressourcensystem ist da besser. Nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ohne Witze, es ist echt besser. Also es ist komplizierter auf jeden Fall, komplex. Deswegen hat es mir nicht gefallen. Was. Das Yu-Gi-Oh! Magic. Der einzige, wie ich Magic kann. Da gab's auch diese Abklatsche von dieses, kanntet ihr das noch, dieses, wie heißt das nochmal, Duel Monsters. Ja, Mann. Ja, da gab's auch die Serie. Fand ich cool. Also die Karten waren schon optisch. Ja, die sahen echt cool schon cool aus. Also, das Spiel war total scheiße. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich das fand war genauso das gleiche wie mit Pokémon-Karten. Da wusste auch keiner, wie man die benutzt. Doch, Pokémon war super voll. Pokémon war einfach ja, auch, die mit den, Karten... auch mit den ganzen komischen Coin-Sachen, wo du den Coin benutzen musst, dass du bist. Bei Pokémon, da musstest du doch nur die Blattkarten und so weiter genug auslegen, damit du die bestimmten Attacken der Monster benutzen konntest und bei Pokémon. Wo braucht man denn da Coins? Diese komischen, wie heißen die Dinger? Die Ressourcenkarten. Wo die Schadenspunkte. Meinst du, wo du dann so ein Blatt drauf hast? Die du drauflegen musst auf die Viecher. Ja, die Blätter haben Feuer Schaden und so kriegst, dann legst du 30 Schaden drauf. Wenn dein Viech 100 Leben hat und 30 Schaden kriegt, kriegt er 3 Münzen drauf. Genau, diese komischen Münzen, das ist doch kein voll easy. Ja. Also du hast hier erstmal 6 Preiskarten an der Seite. Dann hast du dein Kampffeld plus deine Bank. Pokémon. Genau. Deine Bankdaten eingeben. Ja. Dann konntest du ja jede Runde einen Energie drauflegen, so dass es passt für die Attacken zum Beispiel. Und dann konntest du die entwickeln und die auf der Bank auch noch. Und jedes Mal, wenn du ein Viech besiegst, darfst du dir eine Preiskarte nehmen. Und wenn alle 6 weg sind, hast du gewonnen. Darfst du sie auch behalten? Du darfst sie auch behalten. Sind du darfst deine eigenen Karten. Gegner demütigen. Ach so, du liegst dann eigentlich, dass wir so untergrundmäßig so mit. Nee. Also. Ich hab auch mal, also bei uns gab's auch Turniere um Karten. Da wurde auch so verzockt. Da hab ich ganz bitter einen Jinzo verzockt. Oh. Der ist Jinzo. Jinzo, der die Feinkarten werkt. Der mit dem Alien-Kopf da. Ja. Das ist meine Lieblingskarte of all time. Also es ist die geilste Karte. Also auch vom Design her, die ist voll geil. Bisschen schade, dass Joey der Lappen die hat. aber er hat ja echt. Der Deck ist total scheiße. Er hat aber die coolsten Karten gewonnen, so. Also an sich. Er hat viel zu coole Karten für ihn. So. Den Rotaugen, der war zwar nicht so stark in echt, aber an sich ist es ja voll das coole Viech. Und dann gab es ja nachher noch eine Entwicklung davon. Also später, glaube ich. Müsste ja. Aber Jinzo hatte der. Und der hat ja diese komischen Würfel. Ja, genau. Die Würfel. Engel- und Teufelswürfel-Dinger.
Damit hat er auch so ziemlich abgeräumt, oder nicht? Er hat doch immer nur mit Glück gewonnen. Ja, deswegen. Ja, aber er hat coole Karten gewonnen. Jinzu hatte gewonnen. Der hat, glaube ich, von dem Käfertypen und von dem Geisttypen auch. Ach genau, diese komische, was war das nochmal, eine Spinne oder so, die er von dem Käfertypen hatte? Das sieht aus scheiße. Die Spinnenkönigin da. Diese, ja, genau. Ja, so ein ganz krasses Viech. Das war meine Lieblingskarte. Die zuerst ein Kokon war und dann... Doch nicht. Ja? Die Motte war das, glaube ich, ne? Ja, Moment, ich kann ja mal googeln. Nee, der hatte die, von dem Käfertypen hatte der dann eine andere bekommen. Das war so eine, der hat irgendeinen Parasiten reingesetzt in das Deck vom Gegner. Große, ach, das, große ja, das Motte. War immer das Beste. Große Motte. Der war so richtig gefickt. Ach so, das, ah, okay. Ja, okay, da, ja. Daran kann ich mich erinnern. Die hatte ich auch in echt, ne? Also ist cool. Das Problem an unserer Schule mit Yu-Gi-Oh! War einfach immer, dass keiner die Karten verstanden hat, und dann hat einer irgendwie eine Karte gelegt und gesagt, du bist jetzt tot. Das war's. Ja, das und dann gab's halt rein. Ja, das passiert öfter in Spielen. Ich habe einfach immer das genommen, was im Fernsehen passiert ist, und das war's. Wir müssen auf jeden Fall die Schwarzköpfe aufpassen. Aber mit den Gogos war cool. Oh mein Gott, Gogos. Ja. Das war in der Grundschule, glaube ich, bei mir. Nee, Yoka war auch noch Grundschule. Bei mir, glaube ich, nicht. Oder? Bei mir war so erste, zweite Klasse oder so, war Pokémon, und dann dritte, vierte ging es mit Yu-Gi-Oh! Ich glaube, bei mir war es schon fünfte. Und fünfte war schon gar nichts mehr. Da war schon alles vorbei. Ja, da gab es schon den neuen heißen Scheiß, Beyblades. Ja, davon hatte ich aber auch welche, du. Jetzt bin ich so Kumpel gegangen, der hat einfach so einen alten Topf bei der Mutter genommen, und dann habe ich da mal losgeschossen. Die und noch die gefälschten aus Vollmetall, die ganzen anderen zerfetzt haben. Mit Gewichten von da habe ich voll viele gesehen, also auf dem Schulhof, wie Kinder weinend davongelaufen sind, weil ihr Beyblade auseinandergefallen ist gegen so einen gefälschten aus ganzem Metall. Da habe ich auch Leute gesehen, die sich verletzt haben an den Beinen oder so. Also, was Bein ab? Die Finger waren schon heftig. Das Bein nicht verdreht. Und man konnte diese Drehdinger, also dieses Handding zum Ziehen, da habe ich auch welche gesehen, die das halt umgedreht haben, so dass das Ding sich in die andere Richtung dreht. Das ist dann sind die Zacken ja auch andersrum, wenn er sich andersrum dreht. Und das, wenn die zerfetzt. Ja, dann, wenn ein Zacke auf einen anderen Plastikzacken drauf trifft beim Drehen, dann ist vorbei. Dann ist er auseinander. Fliegen in die Ecken. Ja, das waren dann so. Treffen die Lehrer. Die Rowdies, die durch die Straßen gerannt sind und und andere quasi verprügelt haben. Also in Animes wären das solche Rüpel, die durch die Straßen rennen und andere Beyblader zerstören, bis dann halt der Held kommt und sie zerstört. Ja. Serie war der größte Witz. Beyblader. So Drachen aus den Beyblades. Die erste Folge, die war noch ganz cool, die habe ich sogar lang gefunden. War nice. Dragoon. So. Ich kann mich nur an den erinnern. Oh, ja. Da gab es noch diesen Phönix, da gab es noch so eine Schildkrötenviech. Ah, die Schildkröte. Bei der Schildkröte war... Da gab es noch zwei Tiger, in Rot und in Weiß und in Schwarz. Richtig lächerlich wurde es, fand ich, wenn dann diese riesen Arenen kamen, wo dann wirklich so ein Urwald aufgebaut wurde und die dann da durchgelaufen. Ja, genau. Dran. War das noch die erste Staffel? Ja, das war beim großen Turnier nachher, wo die dann als Team angetreten sind. Ja, genau. Ich weiß gar nichts mehr davon. Das ist aber das Einzige, was ich noch weiß. Ich weiß noch, was ein blauen Drachen hat. Ich weiß gar nicht mehr, was da für andere Dinger waren. Ich weiß immer, dass die Beyblades unten einfach nur gegeneinander geklackt sind und auf einmal über den Beyblades sind so zwei Drachen, die so gegenseitig beißen, so ein Scheiß. Und Millionen von Funken überall. Ja, natürlich. Ja, das war schon witzig, wie sie dann... Ja, ich fand immer das Geilste, wie die vom Arena-Rand, dadurch, dass sie im Kreisel zugerufen haben, dass er sich dann anders bewegt hat. Oder schneller oder langsamer oder so ein Scheiß. Ja. Ja. Ah, es gab... Gute Session. Im Supermarkt gab es... Beyblade mit Fernbedienung. Gaben. Die konnte man steuern. So ein bisschen, glaube ich. Ich google das. Die Gewichte drin, oder wie? Ja, ohne Scheiß. Da gab es so eine Fernbedienung mit... im Beyblade.
Auch aus Plastik, sodass man das trotzdem verliert. Moment, das gibt's hier echt? Das muss ich mir anschauen. Wäre das nicht quasi cheaten? Ein Vorsprung durch Technik. Im Fernsehen machen die das ja auch. Vorsprung durch Technik. Der kann springen sogar. Unten ist halt so eine Feder. Wenn du einen Knopf drückst, dann wird die Feder halt... Oh, wie krass ist das denn? Springt die dann hoch. Also dann springt der Beyblade hoch. Wie geil ist das denn? Und man konnte die Geschwindigkeit des Drehens ein bisschen verändern. Ja, das ist krass. Gibt's einen Turbo-Knopf? Oder trotzdem einmal kaputt. Ey, das ist ja echt... Und der Terroristenknopf explodiert auf einmal. Allahu Akbar. Das wäre die perfekte Möglichkeit in so einem Turnier, weißt du? Spiel gegen anderen, treffen gerade aufeinander, der explodiert. Ich habe auch mal ein Video von einem richtigen Turnier gesehen. Ich glaube, das war die europäische Beyblade-Meisterschaft. Ja, aber kein Scheiß. Doch. So, das war so ähnlich kommentiert wie hier die Pokémon-Meisterschaft, die wir letztens auf Twitch gesehen haben. Also, was heißt die letztens? Von einem halben Jahr oder so war das? Die jährliche Pokémon-Meisterschaft. Karten und das Spiel. Krass. Und die steht bald wieder an. Nice, ey. Können wir Leute, die den ganzen Tag Baby schießen? Nee, Pokémon. Ja, Pokémon, ja. Pokémon ist klar. Ja, wir sollten trainieren. So langsam. Also unsere Pokémon trainieren. Ja. Müssten bei Baby dann nicht eigentlich Baseballspieler Vorteil haben? Oder Leute, die sehr oft und gerne masturbieren. Oder nicht? Ja. Nein, theoretisch. Ja, mich ja ganz bestätigen. Für mich hat jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen. Der Europameister in Beybladen. Ja. Micha. Hast du auch einen blauen Drachen? Ein Fleischdrachen. Bei ihm kommt so ein riesen fetter Arm raus. Dann hebe ich die gegnerische Beyblade so an und werfe die aus der Arena. Let it rip! Okay. Night. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Ich schau mal. Ja, das reicht. Ja, wir haben jetzt ziemlich wenig von Spielen geredet und viel zu viel von Yu-Gi-Oh! Pokémon und so. Ja, das ist ja egal. Ich muss die Aufnahme auch wieder stoppen, ne? Ja. Tschüss.